ihr seht hier die Tendenz, dass dieser Deal mit 399 Euro definitiv nicht gut ist. Er ist nicht gut. Grundsätzlich, wenn du dir einen Alu-Rig kaufen möchtest oder dir einen Rig kaufen möchtest, wirst du bei fast jedem Hersteller günstiger fahren mit den Einsteiger-Alu-Profil-Rigs als bei dem, was du bei Fanatec hast. Also, Freunde der Sonne, gehen wir mal rein in die Thematik. Ich bin ja auch ein sehr großer Kritiker. Das hier ist nicht, und ich wiederhole, extra nicht dazu da, irgendwas zu bashen, sondern um Wissen zu verteilen und ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Weil mir tut das ein bisschen im Herzen weh, wenn ich sowas sehe und Menschen eventuell sich Dinge kaufen, wie das Rig von Fanatec, was jetzt gerade rausgekommen ist, und zwar die CSL Series. Und zwar hat Fanatec jetzt announced, dass sie sich ein... Sie haben einen Rig gebastelt für einen schmalen Taler. Also so wird das vermarktet als günstiges Rig. So, ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und habe mir auch schon mal ein Video von Pixel Connect reingezogen. Es gibt darauf keine Reaction. Das Video ist aber unten mit in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr das möchtet, mit bewegten Bildern, weil ich habe dieses Rig nicht zu Hause. Aber ich würde mal sagen, Fotos reichen bei mir aus, um ungefähr zu sehen, was da nicht so wirklich gut ist und dass das vielleicht etwas zu teuer ist, das Ganze. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Also, es wird einem mitgeteilt, dass das hier günstig ist. So sieht's auch aus, was erstmal grundsätzlich aussehen spielt ja jetzt keine Rolle. Aber das hier ist jetzt das Grundgestell, was für 399,95 € bei dir ankommt. Dazu gibt es keinen Sitz. Und es gibt auch keine Monitorhalterung dazu für 399 Euro. Das heißt, dieses Stahlgestell hier kommt bei dir zu Hause für 399,95 € an, wenn Fanatec das verschickt. So, das hier ist übrigens nicht für 399 Euro dabei, denn man muss hier noch Zubehör extra kaufen. Und das ist gar nicht mal so günstig, weil wenn wir jetzt mal uns das ganze Rig zusammenbasteln, so wie es funktionieren würde. Shifter können wir jetzt mal außen vor lassen. Und wir packen das jetzt mal in den Warenkorb. Moment. Und wir packen das mal in den Warenkorb. Dann kommen wir auf eine wundervolle Summe von 619,85 €. Und nach all den Jahren, die ich jetzt Sim-Racing betreibe, kann ich euch sagen, dass das hier definitiv schon ein bisschen frech ist für das Geld. Wir können jetzt mal ein bisschen gucken gehen bei anderen Herstellern, was wir für 620 Euro bekommen würden. So, bei 620 Euro Budget muss man schon mal sagen, wir werden definitiv keinen Sparko-Sitz fahren und wir gehen hier nur von Neupreisen aus. Das heißt also, wir inkludieren jetzt nicht den Zaubertrick für Simracing, der sich meistens nennt, ich gehe auf den Schrotti und hole mir aus einem Auto einen Sitz und kriege den für 20 oder 30 Euro, was auch sehr viele Leute machen. Sondern wir schauen wirklich mal, was wir für 620 Euro kriegen würden, anstatt dem hier. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, wo hier Problemzonen sind an diesem Rig. Und das kann ich euch jetzt erstmal schon mal sagen. Darauf möchte ich euch mal aufmerksam machen, was hier Problemzonen sind. Problemzone Nummer 1 ist das hier. Das ist ein absoluter Pain in the ass. Bedeutet, du musst jedes Mal, wenn du irgendwas nach vorne schieben willst, diese Querstreben hier rausnehmen, um den Sitz zu verschieben. Absolut katastrophal. Hier sind so viele Schrauben drin, das ist für mich persönlich, wenn ich mir das angucke, also wenn ihr auch jetzt das Video gucken solltet von Pixel Connect, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass das wirklich extrem viele Schrauben sind. Das überschreitet wirklich das, also es sind zu viele. Okay, es ist viel zu viel und sieht auch ehrlich gesagt, und das ist aber subjektiv, auch nicht wirklich schön aus. Weiter geht's bei den Pedalen. Hier ist genau dasselbe. Du hast hier nicht wirklich sehr viele Möglichkeiten, vor zurück zu gehen. Geschweige denn kannst du den Sitz vor und zurück schieben. Das kommt auch noch dazu, weil es ein sehr großer Komfort ist, wenn man beispielsweise einen Alu-Rig hat, wo du in die Nuten reingehst mit dem Stein und du könntest selbst ohne Sitzschiene den Sitz vor und zurück schieben. Das hier unten ist auch eher katastrophal. Und wir merken uns bitte, wir sind bei 620 Euro. Wir gehen jetzt einfach mal zu einem, würde ich sagen, sehr gängigen bzw. sehr populären Hersteller. Und da gehen wir einfach mal ins, ich sage jetzt mal, kleinste Cockpit rein.
Okay? Wir sind jetzt einfach hier mal kurz bei Track Racer unterwegs. So. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und wir sagen, wir wollen Sim Racing Frames haben. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal... Wir gehen mal in die kleinste Stufe. Und das wäre das hier. Da sind wir bei 429 Euro ohne Sitz. Mit Mount und dem ganzen Pipapo mit dazu. Okay? Jetzt könnten wir uns, wenn wir das wollen, können wir uns hier den Shifter-Mount etc. pp., können wir das auch noch ranmachen. Wir könnten jetzt hier auch noch den Seat-Slider, wenn wir das wollen, mit drauf machen, was ich euch immer nicht wirklich empfehlen würde, weil ihr könnt einen Seat-Slider auch woanders holen und würdet euch noch ein bisschen Geld sparen. Aber wir haben jetzt hier leider das Problem, dass wir Monitor-Mounts beispielsweise nicht mit reinnehmen können. So, aber merkt euch mal bitte, wir sind bei 400, ach nee, wir haben ja bei dem anderen, Entschuldigung, wir haben den Seat-Slider erstmal raus, weil den haben wir so auch nicht. Also, wir merken uns mal kurz 429 Euro. So, dann gehen wir jetzt mal zu Monitor-Stands und wir würden jetzt beispielsweise nehmen einfach den simpelsten vom simpelsten und wir gehen auch mit einem Monitor rein und hätten hier beispielsweise 265 Euro. So, und das ist sogar für zwei Monitore. Das heißt, wir wären bei 700 Euro. Wenn wir jetzt runtergehen und wir sagen, wir wollen nur einen einzigen Monitor-Stand haben, ohne das jeweilige Upgrade dazu, wären wir bei 259 Euro. Und dann haben wir keinen Sitz. Das heißt also, hier an der Stelle könnte man in der Theorie könntest du dir jetzt das Gestell hier, das sind theoretisch nur zwei Aluprofile hoch, ein Aluprofil quer und zwei unten mit ein paar Winkel, kannst du bestellen in einem Laden, schraubst sie zusammen und wirst wahrscheinlich weit unter 150 Euro wegkommen für Aluprofile. Ich habe letztens gerade 8 Meter bestellt, kleingeschnitten für 80 Euro. Für 80 Euro. So. Weil hier, passt auf, wenn ihr euch nämlich bei dem Monitor-Stand, die ihr jetzt hier kaufen würdet, wie hier jetzt beispielsweise, bezahlt ihr halt diesen ganzen Philippans, der hier noch dran ist, mit dazu. Und der Philippans ist jetzt nicht wirklich unbedingt notwendig. So, das heißt also, wenn wir jetzt hier beigehen, und das ist sogar wirklich schon sehr exorbitant, du würdest das hier selber bauen, kommst du unter 150 Euro und dann bist du bei 600, also bist du bei knapp 600 Euro und hast komplett alles mit Aluprofilen. So, was jetzt das Ding wegen den Aluprofilen ist im Vergleich zu den anderen. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, hast du komplett alles individualisierbar. Für denselben Preis. Mit nichts mit, du musst hier irgendwelche Querstreben rausdrehen oder machen und es ist halt wirklich Quark mit Soße. Ne? Du kannst hier deine Wheelbase-Annahme hoch, runter machen mit ein, zwei Schrauben, was bei Fanatec nicht schlecht gelöst ist, an der Stelle muss man sagen. Aber du bist hier zum Beispiel nicht in dem Ökosystem drin. Das heißt, du könntest alle Wheelbases mounten, wenn du da Bock drauf hast. Und nicht nur aus dem Ökosystem. Bei der Sitzannahme, die ist hier definitiv besser umgesetzt als bei Fanatec. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise auch mal die Pedale angucken, hast du hier auch noch die Möglichkeit, sie vor- und zurückzuschieben und zu tilten. Wobei du Tilten auch bei dem anderen Rig machen kannst. Und hier kannst du halt auch noch vor- und zurückgehen und das für dich viel besser individualisierter einstellen. Ich rede jetzt nicht von der Stabilität. Das kann ich natürlich nicht einschätzen. In dem Video konnte man sehen, dass es relativ stabil ist. Weil das spielt am Ende auch wirklich keine Rolle, weil das ist halt Stahl und sind Stahlrohre, da wird nichts passieren. Du könntest aber, wie gesagt, für das Geld, wenn du dir nur mal den Baseframe nimmst, für 29 Euro mehr, kriegst du auch viel mehr. Für nur 29 Euro mehr kriegst du viel mehr. So, und wir gehen jetzt einfach, diese ganzen bekannten Hersteller, gehen wir jetzt einfach mal durch, um euch mal eine Relation zu geben, ob das denn wirklich so günstig und performant ist. So, wenn wir jetzt mal bei SimLab gucken, wir gehen zu Cockpits und dann würdest du einfach das, ja, nimm mir einfach das kleinste Chassis, bist du sogar bei 392 Euro. So, das kriegst du für 392 Euro und das andere für 399 Euro. Das hier, 392 Euro und das andere 399 Euro von Fanatec. So, wenn ich mir das angucke, habe ich hier weitaus mehr Möglichkeiten, bin viel offener für Individualisierung, weil ich kann hier einfach überall die Dinger, also ich kann hier überall alles erweitern, was ich möchte, weil ich habe Nutensteine und Schrauben und Aluprofile. Und das kann ich überall randonnern. Das hätte ich bei dem anderen jetzt nicht. So, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Wir haben auch eine ordentliche Baseplate für die Pedale. Ich versuche mal noch einen anderen Winkel zu kriegen. Kleinen Moment. Haben wir noch einen anderen Winkel hier?
SimLab, gebt ihr uns einen anderen Winkel bitte, den wir uns angucken können? Nee. Hier hast du auch bei den Pedalen, ist genau dasselbe wie auch bei TrackRacer, dass du halt alles vor- und zurückschieben kannst. Du kannst es hoch und runter machen, tilten etc. pp. Also du kannst in alle Himmelsrichtungen machen und nicht nur wie bei Fanatec hoch und runter. So, wenn wir jetzt mal sagen, wir bauen hier noch einen integrierten Single-Screen mit rein, dann sind wir bei 519 Euro. Das heißt, wir hätten immer noch 100 Euro übrig, um uns einen Sitz zu holen. Und an der Stelle muss man ganz einfach mal sagen, weil wir brauchen jetzt hier beispielsweise auch nicht diese für die Schaltung etc. pp., weil die bei den Alu-Rigs meistens dabei sind mit diesen Anbauten, die da dran sind. Das heißt also, wir könnten für 100 Euro weniger uns das kaufen. So, wie gesagt, Geheimtipp ist absolut, sage ich für euch, geht auf den Schrotti, sucht euch ein einigermaßen vernünftiges Innenleben von einem Auto, Sitz raus, 20 Euro, 30 Euro und Einfahrt. So, aber wenn wir jetzt mal wirklich gucken würden, was wir für Sitze bezahlen würden, die sind natürlich meistens, wenn sie Schale sind, sehr, sehr teuer. Und das kann man hier auch ganz klar sehen, den Trend. Also wenn wir selbst den günstigsten nehmen, der ist bei 372 Euro. Aber selbst dort gibt es beispielsweise, Moment, hier gibt es einen Sportsitz, der ist natürlich wirklich, das ist nicht Top-of-the-Line-Zeug. Das brauchst du aber auch nicht, weil du brauchst keinen FIA-zertifizierten Sitz und so ein Philippans, das brauchst du alles nicht. Das ist Quark mit Soße für zu Hause. So, aber selbst einen Schalensitz mit Sitzschiene unten drunter, der hier, der würde euch 150 Euro kosten. Das heißt, für nur 50 Euro mehr, weil das sind jetzt 50 Euro mehr, kriegst du einen Schalensitz mit Sitzschiene und alles verschiebbar. Und dann bist du bei demselben Preis von Fanatec. Nee, stimmt nicht. Dann bist du 50 Euro über dem Preis von Fanatec. Nun stellt sich wieder die Frage, wie sieht's denn bei den anderen Herstellern aus? Weil wir wollen ja jetzt nicht sagen, ja gut, okay, zwei, dies, das, Ananas, kann ja jeder machen. Selbst wenn wir jetzt mal bei Trek schauen. Und Trek ist jetzt TREQ. Ist auch ein weiterer Hersteller, gibt's im Simray Shop. 419 Euro. Das heißt, das wäre jetzt im Grundgestell, auch hier, 20 Euro teurer, mit mehr Möglichkeiten. Im Grundgestell, ne? Also Fanatec 399 Euro, Stahl, nicht viel individualisierbar, sehr unschön und unhandlich, 419 Euro. So, wenn wir jetzt mal in Monitor-Stand reingehen, was der kostet, das ist alles Triple Screen, dies, das, Ananas. Guck, hier mit einem Anbau bist du bei 85 Euro dabei für einen Single-Screen, weil wir können ja auch nur Single-Screen vergleichen. Dann bist du auch hier an der Stelle für unter 500 Euro unterwegs. Stimmt nicht? Knapp über 500 Euro, Verzeihung. Für knapp über 500 Euro bist du dann dabei. Also dieser Deal, der euch da angezeigt wird als super performant und supi als Einstieg, ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut und der ist im Grunde genommen auch nur dazu da, um dich in das Ökosystem reinzuholen. Und wir können jetzt noch weiter gucken bei allen anderen Herstellern. Die ganzen Basis-Einsteiger-Rigs von den Herstellern. Und ich zeige jetzt extra Motedes nicht. Und ich weiß, dass in den Kommentaren Motedes drin steht, weil ich mit Motedes selber als Kunde sehr unzufrieden war. Motedes ist definitiv noch mit seinem S-Dream eine Option. Damit kannst du sogar noch mehr Geld sparen, wenn du das möchtest. Ihr seht hier die Tendenz, dass dieser Deal mit 399 Euro definitiv nicht gut ist. Er ist nicht gut. Und wenn du für dein Geld was haben möchtest, dann tu dir selber einen Gefallen und hol dir einen Alu-Rig. Wenn du denn einen Rig haben möchtest. Es gibt natürlich Menschen, die diese klappbaren, faltbaren Sachen zu Hause brauchen, weil sie nicht so viel Platz haben. Kann man auch basteln mit Alu-Profilen, aber da muss man dann ein bisschen mehr Zeit aufwenden, um die Pläne umzusetzen und ein paar andere Sachen da zu kaufen. Und das kann auch dann ein bisschen ins Geld gehen. Aber grundsätzlich, wenn du dir einen Alu-Rig kaufen möchtest oder dir einen Rig kaufen möchtest, wirst du bei fast jedem Hersteller günstiger fahren mit den Einsteiger-Alu-Profil-Rigs als bei dem, was du bei Fanatec hast. Und es muss nicht mal günstiger sein, es kann auch derselbe Preis sein und du hast viele, 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 viele Möglichkeiten, die du umsetzen kannst. Als Beispiel, wenn wir jetzt mal da hinten gucken, da sind silberne Alu-Profile drin. Die gehören da eigentlich gar nicht hin. Ist übrigens doof, dass die silber sind. Aber für mich zum Beispiel, weil meine Handbremse sehr, sehr groß ist, musste ich das irgendwie umbasteln. Ich hatte zu Hause Alu-Profile, habe mir Winkel genommen, Nutensteine, die übrigens wirklich nicht viel kosten und ich würde jedem anraten, davon so 100 Stück zu Hause zu haben mit den passenden Schrauben, weil man baut irgendwie immer da dran. Und dann bist du ruckzuck, kannst du Sachen machen an dem Ding.
Das kannst du bei Fanatec nicht machen, wenn du jetzt nicht unbedingt mit Schellen arbeitest. Und ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die sind sehr handwerklich begabt und die werden auch daran wahrscheinlich was machen können. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist der bessere Deal einfach ein Alu-Rig, anstatt sich das zu kaufen. Und ich möchte an der Stelle nur darauf aufmerksam machen, dass ihr definitiv bessere Optionen habt für euer Geld, die ihr bekommen könnt, als für 399 Euro einen CSL-Rig zu kaufen. Danke für eure Aufmerksamkeit.